sagen. Ja, ich will nicht. Václavik? Ah, Giorgio, senti, io sono in questo momento, sono qua con due signori da Vienna che vogliono farmi una intervista televisiva, sai? Allora, quando vieni? Vieni da noi all'istituto? Ja, ich spreche, ich bin fließend in fünf Sprachen und habe zwei vergessen. Mhm. Ich habe Russisch, war die Sprache meiner Dissertation an der Universität Venedig, wo ich mein Doktorat erhalten habe, ungefähr 100 Jahre vor mir. Als Österreicher, ich meine, ist man mehrsprachig auf jeden Fall, nicht? Ja. Oder zumindest war das einmal. Ja. In meiner Jugendzeit war es nicht Englisch, es war Französisch. Ja. Französisch war die Sprache der gebildeten Menschen. Ja. Die Fremdsprache, würde ich sagen. Ja. Wann sind Sie eigentlich aus Österreich weggegangen? Das war nach dem Krieg. Da war ich war politischer Gefangener der Nazis und bin dann freigekommen natürlich und bin dann Sekretär und persönlicher Assistent des Leiters der Kriminalerhebungsabteilung im zu bildenden Freistaat Triest geworden. Ich war also ein englischer Soldat und aus Triest ist nie was geworden, wie Sie wissen. Und dann bin ich in die Schweiz und habe am C.G. Jung Institut in Zürich studiert. Und meinen Analytiker-Diplom erhalten. War das auch ein Motiv, jetzt sozusagen Analytiker zu werden? Also diese Zweite Weltkriegssituation und diese politische Situation, hat das... Oh Gott, es war mir daran gelegen, irgendeine interessante, wirklich interessante Tätigkeit aufzunehmen. Und das schien also eine Privatpraxis zu haben oder in Kliniken zu arbeiten, das schien interessant. Na, die Psychoanalyse jetzt in den 30er, 40er Jahren, es hat es zwar schon gegeben, aber ja. War das sozusagen sowas wie ein neuer Trend auch? Oder? Es war, ja, nicht ganz neu, bitte, den Freud hat damals nicht mehr gelebt und Jung, den Jung habe ich selbst nur zweimal persönlich getroffen, aber immerhin, es war etwas Neues, selbstverständlich, ja. Und diese ganze Entwicklung der Family Therapy oder der Brief Therapy, wann hat das so begonnen in Ihnen? Das war eine ich habe dann, war dann drei Jahre lang Professor für Pathologie und Psychotherapie an der Universität von El Salvador, in San Salvador. Und nach drei Jahren habe ich gedacht, na, jetzt gehe ich zurück nach Europa und mache eine Privatpraxis in Wien. Aber da ich schon herüben war, habe ich mich da ein bisschen umgesehen und habe da an der Temple-Universität in Philadelphia habe ich den Gründer und ersten Direktor unseres Instituts hier getroffen, nämlich den Don Jackson. Und das war ein Erlebnis, das mich vollkommen reorientiert hat. Jackson hat bereits völlig neue Ideen in unser Fach eingeführt. Er war auch Mitarbeiter mit Gregory Bateson. Und später ist dann sehr wichtig für uns geworden Milton Erickson und natürlich Heinz von Förster. Also das war eine, was war so das Neue oder das Revolutionäre? Das Neue war eben das kybernetische, ich würde heute sagen, das kybernetische Ideen in die einbahnspurige Auffassung der Analyse geboten wurde. Man hat also nicht mehr gesagt, um das Problem im Jetzt und Hier zu verstehen, muss ich in die Vergangenheit gehen und dort die Ursachen für dieses Verhalten finden. Davon sind wir vollkommen abgekommen. Das war aber eben, wie gesagt, das war die Grundlage der Annahme dessen, was man tun muss. Und vom philosophischen Gesichtspunkt gesehen ist das eine sogenannte selbsterfüllende Prophezeiung.
Denn wenn aufgrund einer langen Suche nach den Ursachen der Vergangenheit des Menschen eine Besserung eintritt, das ist ein Beweis dafür, dass dieses Vorgehen wirkt. Ja. Kommt es dagegen noch nicht zu einer Besserung, beweist das nur, dass die Sache noch nicht genügend tief, die Suche nach den Ursachen der Vergangenheit noch nicht genügend tief und so weiter ins Unbewusste geführt worden war. Also die Annahme gelingt immer, sowohl durch den Erfolg wie durch den Misserfolg. Mhm. Das heißt, das Motiv war eigentlich, ist eigentlich aus der Wissenschaft gekommen oder aus der Kybernetik, ja, und war jetzt sozusagen nicht, wie man so unterstellen könnte, jetzt die Sache, okay, Therapie ist zu teuer oder zu lang oder zu ineffektiv. Man braucht sozusagen etwas, was schneller und billiger ist. Ja, nicht nur das, sondern überhaupt in der Wissenschaftsauffassung jener Jahre hat man begonnen, das zu studieren, was die französischen Biologen in den 20er Jahren bereits la qualité émergente genannt haben, also herauskommende Wirklichkeit, die Qualität, die Eigenschaft. Und man könnte die physikalischen Eigenschaften des Wassers nie verstehen, wenn man nur Sauerstoff und Wasserstoff getrennt untersuchte. Wasser ist eine Beziehungsstruktur zwischen diesen beiden Elementen. Und so haben wir auch begonnen, also mehr und mehr so diese kybernetischen Auffassungen in unser Gebiet zu übernehmen. Und damit hat hier, oder auch anderswo natürlich, die Familientherapie begonnen. Wir haben also nicht mehr nur den sogenannten Patienten gesehen, sondern wir haben die unmittelbare Familie, also die Interaktionsgruppe gesehen und haben versucht zu verstehen, wie sich diese Zirkularität ergeben hat. Und dann versucht, durch Interventionen das zu brechen und zu verändern. Gebracht mit Coaching, was also nicht besetzt jetzt von psychologischen Terminen. Sozusagen. Ja, ja. Wie Sie wollen. Ja. Wenn Sie wollen, können Sie die Sachen wegnehmen dort oder ganz sicher. Und wie ich schon Sie gebeten habe, glaube ich, skandalisieren Sie sich nicht über die Unordnung, die hier herrscht. Kein Problem. Das ist überschwemmt mit nicht nur meinen eigenen Büchern, sondern 22. Nee.